whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute, ja, zu Weihnachten sind wir beim Lagavulin 25 Jahre. Und ja, du warst auf Eila, hast Lagavulin besichtigt, tolle Sache mitgebracht. Erzähl mal. Ja, ich war auf Eila bei Lagavulin und bei allen anderen Brennereien. Schönes Video über die Brennerei hier. Und was ich da gesehen habe, ist, 2016 gab es Renovierungsarbeiten und die kompletten Brennblasen wurden einmal überarbeitet. Und nun haben sie auch diese ganzen Hatches, also diese ganzen Luken, die normalerweise blau und rot sind, haben sie lackiert und sind mittlerweile alle schwarz. Ja, da habe ich bei Eila auch Whiskys probiert. Ich habe vorher schon mal den 12-Jährigen, 16-Jährigen probiert. Und auf Eila durfte ich dann die Jazz Festival Edition, eine No-Age-Flasche, und die Eila Festival Edition, eine 24-jährige Abfüllung, probieren. Die könnte ja ein bisschen näher da dran kommen an diese, ja, 25-jährige Flasche. Ja, die Sache mit der Luke, das hat es mit den Farben zu tun. Die Farben haben was mit der Stärke des Alkohols zu tun, die da durchfließen. Und zwar, Rot ist, glaube ich, immer Wash gewesen und Blau war Spirit. Genau. Und das ist jetzt wohl irgendwie gefallen, weiß ich nicht. Muss man wohl nicht mehr machen. riesig aufwendige Verpackung. Ich halte es mal vorne rein. Schön mit in Unterschriften vor oben vom Gründer und dann weiter unten noch die verschiedenen Nachfolger und die verschiedenen Craftsmen, wie sie es bei Lagavulin sagen, die den Lagavulin erst möglich gemacht haben. Jo, so. Dann haben wir hier auf der Flasche, soll ich dir auch noch mal zeigen? Eine wunderschöne Flasche. Klick mal hin, ich will sie nicht runterschmeißen. Ja, die kriegen wir schon raus. Da klippert was. Ja, gibt es noch ein kleinen Anhänger mit dem Lagavulin-Wappen und hier drunter nochmal die ganzen Unterschriften der verschiedenen Craftsmen. Wo stellen wir die jetzt hin, dass man das eine sieht und das andere nicht? Ja, ein kleines Heftchen drin. Schauen wir uns da mal rein, was da steht. Es ist eine Jubiläumsflasche, denn Lagavulin ist 1816 gegründet worden. Und wir schreiben noch das Jahr 2016 und damit ist Lagavulin 200 Jahre alt geworden. Das ist verdammt alt. Und zu diesem besonderen Moment haben sie eine 25-jährige Flasche rausgebracht. Die Flasche ist Cask Strength. Und sie ist limitiert auf 8000 Flaschen und wir haben die Flasche 5628 und es sind reine Sherry-Casks. Also wir erwarten hier Früchte. Ja, wobei ich hier an der Stelle immer ein bisschen kritisch bin. Reine Sherry-Fässer heißt nicht reine First-Fill-Sherry-Fässer. Ja, so, also da, wobei das manchmal auch ein bisschen zu heftig ist. Dann haben wir hier 51,7 Volumenprozent der Alkohol, Fassstärke nach 25 Jahren. Allerdings... gucken, das ist so noch in meiner Reichweite, dass ich nicht verdünne. Ich habe mir vorsichtshalber ein bisschen Wasser hingestellt. Schauen wir da. Was interessant ist, dieser John Johnson, wo du gerade hier von Unterschrift und so weiter gesprochen hast, der hat die Brennerei 1816 gegründet, ein Jahr nachdem Wellington Napoleons Grande Armee bei Waterloo geschlagen hat. Yo, also. Ja, es waren am Anfang sogar zwei Brennereien, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe das nämlich auch durchgelesen. Und die haben sich dann miteinander verbunden oder so ähnlich. Also ich habe das auch bei Lagavulin, ich weiß nicht, ob ich es im Video erwähnt habe. Aber es waren bestimmt zwei schwarze Brenner, die dann gemeinsame Sache gemacht haben. Genau. Sie hatten, oder war das Lafroy? Nee, sie hatten auf jeden Fall zwei Brennereien ineinander. Ganz komische Sache, aber offiziell waren sie dann doch nur eine Brennerei, um diese ganzen legalen Geschichten, Abgaben, Steuern und sowas. Da kann man sich dann schon ein bisschen zusammentun und sparen. Aha, hier sind noch Geschmacksbeschreibungen drin. Smoke blackened, also dunkelrauchig. Wobei, nur mal aufpassen, ich vermute mal, dass er nicht ganz so rauchig sein wird, wie die wir kennen, weil mit dem Alter baut sich das ab. Ja, der 16-Jährige ist auch schon ziemlich rauchig. Das, was ich auf Eila gehabt habe, die 24-jährige Edition, die war nicht so rauchig, wie ich es erwartet hätte. Dann rauchige Noten mit reifen Früchten, minzige Frische und süßes Cereal, also Getreide. Dann in die Nase, Full Taste, ja, was sonst.
Weiche Textur, bittersüß, das könnten dann europäische Eichenfässer sein. Vor 25 Jahren, da gab es tatsächlich noch mehr europäische Eiche, nicht nur amerikanische Eiche bei den Sherry-Herstellern. Gingery, also ein bisschen schärflich. Ja, Honig. Lang, weich, ja, wie immer. Mhm. Süßlich, Honig, elegant. Leichter ansteigende Holzrauch, Asche, Salz und Chili-like Heat. Aha. Mhm. Ja. Gut. Ich glaube, das war es soweit. Und da du das letzte Mal immer so viel eingeschenkt hast, schenke ich heute ein. Wir haben nur so einen kleinen. Ja, klar. Aufpassen, wir müssen auch noch einen englischen Tank machen. Ja. Eins. Zwei. Ja. Mehr gibt es nicht. Du hast den größeren. Ich habe den größeren. Dankeschön. Bitteschön. Wow. Wow, der kommt ja. Der kommt gut. Der kommt gut. Oh, so, was ist denn das? So richtig schön angenehm, fruchtig. Also er riecht nicht so alt, wie er ist. Echt? Ich fand schon, dass er jetzt richtig alt riecht. Ja? Echt. Also die Frucht ist nicht dunkel genug und der Rauch war relativ leicht. Leicht? Ja, schon. Ja, also ich habe ihn. Bei vielen Alder-Whiskys versteckt man irgendwie den Rauch im Geruch und dann kommt er so richtig im Geschmack. Aber eher bei den Jüngeren. Und hier ist er, ich finde ihn, der liegt so angenehm drin. Ja, auf jeden Fall ist er nicht so stark, dass man die anderen Gerüche nicht riechen würde. Weil manchmal ist er ja bei den jungen Alder so heftig, dass du da überhaupt nichts durchbekommst. Ne? Mhm. Ja, und dann Räucherei ist da, ne? Ja, also definitiv. Also desto länger ich dran rieche, desto intensiver kriege ich den Rauch mit. Aber er ist irgendwo, finde ich, riecht er schon recht rund und ich bin nicht zu sagen, aber er riecht ölig, wie auch immer. Wie kannst denn diese Fliege hier aushalten? Das tut sie ja gar nicht. Die macht ja hier schon Wochen rum. Ja, dann probieren wir mal, oder? Mhm. Dann dreht er richtig auf. Wow. Dann kommt auch dieser leichte Chili-Gewürz. Man merkt schon, dass er ein bisschen Cask Strength ist. Er hat einen richtig intensiven Geschmack. Und ja. Was mir so ein bisschen rüberkommt, das habe ich auch beim 16-Jährigen so, dieser Schinken, aber der ist hier sogar noch genau. Ein bisschen heftiger und ein bisschen runder. Und im Abgang, bitte. Später geschluckt als du. Ja, jetzt kommt ein bisschen. Die Eiche, ne? Er hat auf jeden Fall was Holziges. Ja. Ich finde dieses, was wir gesagt haben, bittersweet, trifft es eigentlich relativ gut. Du hast nämlich so eine Süße, die sich so abwechselt mit diesem Bitter. Oh, das ist richtig klasse. Aber was mir so richtig taugt, ist dieses Geräucherte. Also das verbinde ich mit Lagerwulden. Das kommt hier richtig gut durch. Siehst du, schau, bist schon wieder alle. Jetzt versuche ich noch diesen Honig und den Toffee zu kriegen. Die Minze mit kühlend, die habe ich nun wirklich nicht. Die Eiche wird langsam milde im Abgang. Oh, ich wüsste echt gern, was Lagavulin da macht, um diesen geräucherten Geschmack hinzukriegen. Das ist ein Feuerchen. Ein Feuerchen, ist klar. Aber es ist so eine Mischung aus genau den richtigen Rauchgehalt und diese Sherry-Süße kombiniert mit ein bisschen, weiß nicht, Eiche, Bitter, ich weiß es nicht. Es ist irgendwo, sie machen es richtig gut. Also der gefällt mir. Oh, das könnte meine Lieblingsflasche werden. Ja, wobei, jetzt muss man gucken, diese Flasche kostet also locker vierstellig. Oh. Ja, locker. Und ich habe mal ein bisschen nachgestöbert in unserer Whisky-Datenbank, was es da bereits an original alten Abfüllungen gegeben hat. Aktuell, glaube ich, draußen ist noch eine 37-jährige, Jahrgang 1976, 41%, richtig teuer, ne? Also da geht es dann, nein, fünfstellig noch nicht, aber die mittleren vierstelligen Bereich. Dann hat es zwei 21-Jährige gegeben, auch alles in Fassstärke. Einzug aus dem Jahr 1991.
Dann hat es eine 25-Jährige gegeben und so ziemlich zuerst, glaube ich, war das, hat es eine 30-Jährige gegeben mit 52,6 Volumenprozenten. Wer also von diesen alten Flaschen was hat, der hat also richtig Sammlerware da. Und dahin wird sich diese Flasche auch, wenn es 8000 Stück davon gibt, was ja im Endeffekt, ich weiß nicht, wie viele Fässer das sein müssen. Ne? Gut, wenn es Sherry-Fässer sind, dann sind das irgendwo große Fässer, 15 ja. Fässer, 20 Fässer. Ja, kommt auf an, wie viel sie rausbekommen haben. Ne? Ja gut, bei 25 Jahren werden es wahrscheinlich dann eher genau 20 bis 30 gewesen sein. Ja, genau. Alter, der ist echt gut. So, also, ja. Das glaube ich, war es soweit? War es soweit, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch interessiert, wenn es ihr euch leisten könnt, schaut mal bei uns vorbei. Vierstellige Übertragung mindestens. Und vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal.